Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Reassembly. Hier ist es gerade ganz schön bunt. Und ich glaube, da oben sind wieder irgendwelche komischen Sonnenblumen. Ja, da sind sie. Ich mach die mal schnell kaputt. Die nerven gerade. Ich hoffe, dass ich das überhaupt so schnell jetzt zerlegt bekomme, alles. Alter Falter. Wie viel Zeug die rauskotzen. Ich gehe da jetzt einfach mal ein bisschen näher ran. Meine Schiffchen werden das schon richten. Das können sie. Sonnenblumen können sie kaputt machen, aber mehr können sie auch nicht. Ein Glück habe ich meine Schildgeneratoren dabei. Ich glaube, sonst würde ich hier ganz schnell ganz schön alt aussehen. Und mir ist letzte Folge am Ende noch was aufgefallen, nachdem ich die Aufnahme schon. Oh, was ist das denn? Böse Gegner! Schießen! Danke. Mir ist letzte Folge noch was aufgefallen. Und zwar einfach mein Schildgenerator, mein vorderer Schildgenerator, der ist total scheiße gesetzt. Warum? Ich hab mich ja immer beschwert, dass hier meine vorderen Waffen kaputt gehen. Das liegt einfach daran, dass der einfach zu weit hinten liegt. So. Und das langt eigentlich auch schon. Jetzt liegen nämlich endlich meine Protonenbeams auch mal innerhalb. Geht doch. Ich habe ja gesagt, diese Folge werden wir mal neue Childs heranzüchten. Aber jetzt möchte ich erst tatsächlich noch mal kurz ausprobieren, ob ich jetzt endlich mal wieder mein Zeug abgeben kann. Weil das ging ja letzte Folge nicht. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass es auch jetzt noch nicht geht. Das wäre extrem ärgerlich. Das würde nämlich bedeuten, dass ich erstmal mein Schiff nicht größer machen kann. Gar nicht mehr. So, ne? Aber warum ist denn hier gerade meine Energie komplett hinüber? Hallo? Was ist denn hier los? Ich hab doch. Was passiert hier gerade? Warum sind denn meine ganzen Thruster komisch und warum sind meine Schilde aus? Ich habe doch nur zwei Blöcke verändert. Bin gerade ratlos. Und ich kann mein R immer noch nicht abgeben. Ach, das ist doch Kacke. Scheiße, und jetzt hänge ich hier drin fest. Oh! Oh, geht doch. So, schnell raus. Also ich bin gerade. Was ist hier los? Was ist passiert? Ist doch alles intakt. Also ich check's gerade überhaupt nicht. Vor allem, ich fliege gerade, obwohl ich gar nichts drücke. Ne, jetzt nicht mehr. Also irgendwas funktioniert hier gerade ganz gar nicht. Ist mir jetzt aber egal, wir bauen jetzt. Wir bauen ein neues Slave Ship. Und zwar ein großes mit vielen, vielen Waffen. Erstmal Generatörchen. Sollte lang. Drei Generatoren. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Was bauen wir dran? Warte mal. Wir bauen erstmal so ein Grundgerüst, ne? So. Erstmal schönes Grundgerüst basteln. Was machen wir dran? Was brauchen wir an Waffen? Ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall. Oder wir können ja mehrere Schiffe bauen. Ich würde sagen, wir bauen quasi sowas wie. Wie ein Raketenkreuzer einmal. Und dann bauen wir sowas wie.
Nahverteidigungsschiff, also Raketenkreuzer quasi zur Abwehr von weit entfernten Feinden und das andere halt für den Nahkampf. Das wird jetzt unser Raketenkreuzer. Muss ja nicht schön sein. Soll funktionieren. Das Ding. Ach Mann. Ich vergesse dauernd wieder die Steuerung. Boah, das wird mächtig, glaube ich, ey. Wie viel kosten das gerade? Oh, es geht noch. Es wird auf jeden Fall sackteuer. Allein die Raketen kosten schon ein kleines Vermögen. Mit sowas können wir dann bestimmt auch mal so einen Agenten knacken. Also Raketenfeuerkraft haben wir jetzt gut. Das Ding kriegt auch noch ein Schild. Projektor. Beziehungsweise, warte mal. Das kriegt jetzt erstmal ein Harvester. Schildprojektor. Zack. Dann kriegt es da hinten noch einen Schildprojektor. Einmal drehen, bitte. So, noch ein Schildprojektor. Zwei Stück. Und jetzt kommen eigentlich nur noch Thruster dran. Und zwar jede Menge. Ne, Moment. Doch, das war noch korrekt. Wie viel Thruster machen wir? Eins, zwei. Es sollte halt auch nicht zu teuer werden, ne? Da machen wir mal noch zwei dran. Da machen wir noch zwei dran. Vorne müssen logischerweise dann auch welche hin. Zum Bremsen. Nehmen wir da auch große? Schon, oder? Ups. Ja, vorne machen wir mal, keine Ahnung, drei zum Bremsen. Und jetzt brauchen wir noch seitlich welche zum Drehen und zum Strafen. Boah, das wird so teuer, ey. Naja, gut, aber wir wollen ja auch eine gescheite Flotte haben. So. Das soll sich schnell drehen können. Das hier kopiere ich jetzt einfach und setze es hier hin. Passt. Und das kopiere ich nochmal, setze es hier hin, das kopiere ich und setze es dahin. Das müsste doch eigentlich halbwegs gut fliegen können, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, das kriegt noch ein paar so Defense-Kanonen dran. Hier so ganz schnittig. Und noch ein paar Flak-Kanonen. Boah, ist das teuer, ey. Das ist so teuer. So, aber dann jetzt, damit ist es auch mal gut. Erstmal gucken, ob die Schüssel überhaupt fliegt. Das ist ja wichtig, dass die fliegen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwelche Schiffe gebaut habe und am Ende funktionieren sie gar nicht, ne? 1100. Können wir direkt ein zweites von bauen. Alter, das ist ja richtig klein. Ich habe gedacht, das wäre voll das Vieh. So, mal gucken, wie sie fliegen können. Die müssen mich nämlich jetzt beschützen. Ich habe ja leider momentan keine Schilde. Was ich immer noch nicht so ganz verstehe, aber die sind nicht da. Ach, warte mal. Warte mal kurz. Kann es sein, dass es daran liegt? Ich knall da jetzt nochmal Generatoren rein. Die sind zwar jetzt total overpowered, die Dinger mache ich mal weg, bringt eh nichts. Geht's jetzt wieder? Okay, die vorne funktionieren jetzt komischerweise wieder. Aber ich habe hinten nichts verändert, Leute. Und bei dem in der Mitte habe ich auch nichts verändert. Aber manchmal muss man es nicht verstehen. Hat es vielleicht mit den Kanonen zusammengehangen? Auch nicht.
Der dreht sich wie verrückt und hat Spaß an seiner, an seinem Dasein. Okay. Knall ich halt von mir aus da noch einen Generator rein, wenn du dann glücklich bist. Und da hinten von mir aus dann halt auch. Passt das jetzt? Ne. Extrem unbeeindruckt, die Schiffe, aber ist mir jetzt egal. Ich will die jetzt ausprobieren, meine neuen Raketenschiffe. Und sie scheinen sich ganz gut zu steuern. Jetzt brauchen wir nur noch einen halbwegs gescheiten Gegner. Ja, fliegt einfach gegen die Wand. Jetzt brauchen wir nur noch einen halbwegs gescheiten Gegner, gegen den wir es mal ausprobieren könnten. Und ich glaube, ich muss dann mein Schiff umbauen, weil so... Wow, und da fangen sie an zu schießen. Da oben ist einer. Tut was dagegen. Ja, mit denen kann man arbeiten, glaube ich. Tatsächlich, ich glaube, mit denen kann man wirklich arbeiten. Auch wenn sie sich selten dämlich anstellen und mit ihren Fernkampfwaffen einfach mal volle Möhre in den Nahkampf gehen, aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Die werden es schon noch lernen. Hier, Leute, holt euch den da. Holt ihn euch. Kann ich die irgendwie als Ziel markieren? Geht nicht wirklich, glaube ich. Nee, das geht nicht. Oder wenn das jemand von euch weiß, ob man irgendwas als Ziel markieren kann, direkt einfach mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das funktioniert noch nicht. Und ich mache mich jetzt einfach mal auf den Weg so ein bisschen in den Richtung Kern. Wird schon schief gehen. Und ich glaube, ich kann noch das eine oder andere Schiff basteln. Gebt mir R. So. Zwei habe ich noch in Auftrag gegeben. Von den Raketenkreuzern. So, und dann kann ich nämlich auch mal jede Menge von dem Zeug rausspucken. Nicht immer nur die Gegner mit ihren komischen Sonnenblumen. Da, viel Spaß damit. Stirbt. Sterbt. Nicht stirbt. Ach, das ist so super. Ich liebe meine Protonenbeams. Da werde ich auch gleich noch ein Schiff mit ausstatten. Mache ich das diese Folge noch? Nee, das mache ich nächste Folge, glaube ich. Oder doch, komm, wir machen das jetzt noch diese Folge. Also, neues Schiff. Wieder Generatoren. Und nächste Folge, Leute, es tut mir leid, aber nächste Folge müssen wir auf jeden Fall ein neues Schiff für uns selbst bauen. Weil das, was da jetzt irgendwie mit unserem Schiff gerade schief geht, finde ich ganz schön doll große Grütze. Ups. Das kann so nicht sein. Kann doch nicht sein, dass es auf einmal nichts mehr funktioniert. Aber naja, gut. Wenn es halt dann so ist, ist es halt so. So. Und es wäre natürlich sinnvoll, wenn die Protonenbeams alle auf einer Seite schön nach vorne gerichtet sind. Wie viel machen wir denn da? 1, 2, 3, 4. Moment mal. Was ist denn da gerade so teuer? Ach so. Die R zeigen mir nur gerade an, dass ich mir die nicht leisten kann, oder was? Ist mir ja egal, ob ich mir die gerade leisten kann oder nicht. Warte mal, ich will mir das mal kurz anschauen. Ja, das heißt momentan nur, dass ich es momentan nicht leisten kann. Das ist aber eigentlich egal. Wir haben ja demnächst wieder genug Geld. So. Dann haben wir hier so ein paar Protonenbeams. Ich denke, das passt ganz gut. Und ich glaube, das war es an dem Schiff auch eigentlich schon. Alles andere wäre ein bisschen overpowered. Macht auch jetzt nicht so viel Sinn, da irgendwas anderes noch dran zu klatschen, weil die sind halt echt nur in eine Richtung.
Wenn du jetzt noch irgendwelche anderen Waffen nimmst, das passt ja gar nicht mehr zusammen. Jetzt fällt mir aber gerade auf, jetzt habe ich gar keine Möglichkeit, Thruster nach vorne anzubinden, ne? Das ist natürlich jetzt doof. Na gut, da werden wir schon ein Plätzchen für finden. Das wird jetzt echt ein kompaktes Schiff, wenn ich mir das so anschaue. Noch viel kompakter als das andere. Aber auch das soll wieder größtmöglichste Manövrierfähigkeit haben. Das packen wir dann noch dahin. Sieht wieder aus wie die letzte Grütze. Aber solange es funktioniert, soll es mir recht sein. Wieder so ein paar Nahverteidigungswaffen dran. Warte mal, hier können wir doch noch eine Defense. Geht das? Nee, das geht nicht. Schade. Ich hab gedacht, da könnte man vielleicht noch so eine Defense-Kanone reinstecken. Hier machen wir mal noch ein Trapez rein. Als Verbindungsstück. Genau wie da. Wundervoll. Schönste Raumschiff ever. Jetzt müssen wir nur schnell noch ein paar R sammeln. Langt das schon? Nee, ich glaube, das kostet weit über 600. 800. Immer noch nicht. Kostet auch wieder über 1000, sagst du? 965. Farmt, meine Schweinchen, farmt. Und eins fehlt mir noch. So, jetzt können wir es bauen. Gucken wir es uns mal an. Wie das rockt. Protonenbeams dauern halt leider sehr, 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 sehr lange zum Bauen. Aber ihr seht auch, mit den paar etwas größeren Schiffen kannst du schon ordentlich was reißen. So, und die ersten Protonenbeams sind fertig. Ich baue jetzt einfach dann direkt noch ein zweites oder so. So, und schon kann sich's bewegen wie ein Spring ins Feld. Ich meinte, ich will's noch nicht auf die Probe stellen, wenn noch nicht alle Waffen aktiv sind. Sind jetzt alle Waffen bereit? Scheint so. Hier, guck mal. Kümmere dich mal um das da. Tu wat. Yeah, Baby. Dat kann was. Wenn sie es halt nicht die ganze Zeit drehen würde, wie der letzte Depp. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht nicht so eine super Idee ist, Protonenbeams für unsere Slaves zu machen. Die können damit anscheinend nicht umgehen. Aber gut, das müssen wir halt lernen. Und ich habe schon eine Idee für die nächste Folge, was wir da bauen. Aber dazu nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!